Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Doku Lego Batman 2 DC Super Heroes. Es geht weiter. Boah, ja, diese Kamerafahrten. Absolut fantastisch. Bruchlandung. Ach, die Landung war doch geil. Ne, müssen wir erst wieder 300 Jahrhunderte. 300 Jahrhunderte. Auch wieder so ein Kack, ey. Nun ja. Meltern werden entleert. Nun ja, das machen wir irgendwann anders. Wir rennen. Ey, der mit dem Riesenhammer, ey, weg mit dir. So, wir rennen einfach weiter. Was ist das denn für ein Ding? Ach, so ein Fahrzeuggerät. Ah, ja, das tut gut. Nur einen Moment, Sir. Pinguin, auch noch eine Nebenmission, ey. Aber die setzen wir irgendwann anders an. Wir haben ja auch noch den Captain Boomerang oder wie der Typ hieß. Ja. Nee, Marker brauchen wir nicht. Scannen wir den Bereich. Na, stimmt, eigentlich könnten wir das mal alles durchscannen, ey. Dann haben wir direkt alles markiert. Wie man hier sieht. So. Dann kriegen wir nämlich alles auf der Minimap markiert und das hilft uns dann später vielleicht auch. Vielleicht auch jetzt schon gleich, also. Nun ja, aber wir fahren. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ah, ein Fahrzeug wäre ganz nett. Schon unterwegs, Sir. Ja, die ganzen Fahrzeuge sind am Arsch. Die waren ja in der Testkammer da. Ah, Robins Motorrad, ey. Hoffentlich wird er uns das verzeihen. Aber Robin ist mir scheißegal. Sein Motorrad mache ich gerne auch mal kaputt mit RTG Megas. Wie bei Net for Speed. Oh, das Motorrad ist aber recht toll, weil das direkt sich so umklappt. Ich sollte vielleicht mal aufpassen, wo ich langfahren muss. Da war es gerade. Ah, okay. Ach Mann, ey, die ganzen Autofahrten, ey. Ihr kennt mich doch alle mal. Wohin muss ich denn? Ah, perfekt, da ist die Spur wieder. So, einmal auspacken. Wo ist der denn gelandet? Ah, der kann nicht mehr fliegen. Wegen dem Kryptonit haben wir ja gerade miterlebt. Aber die Laseraugen funktionieren noch größtenteils. Magie weg. Mal Batman, geh doch mal aus dem Weg, du Penner, ey. Mal, ey, es hat fett gewesen. So, nimm das Motorrad.
Ab geht die Post. Bam, bam. Tschüss. Ah, wir sind da. Schön. Obwohl die Straßen von Kriminellen wimmeln und Arkhams gefährlichste Insassen unsere Sehenswürdigkeiten in Beschlag haben, geht das Leben für viele Bürger unerschüttert weiter. Im selben robusten Durchhaltewillen, der Gotham City ähnliche Krisen schon öfter überstehen ließ, lassen Pendler ihre Autos stehen und nehmen die U-Bahn. Ein zuverlässiger Schutz vor... Was? Es tut mir leid. Soeben erreicht uns die Nachricht von einer großen Explosion in der U-Bahn-Station Stadtmitte. Die Bürger werden gebeten, ihren Reiseweg dementsprechend zu ändern. Ja. Wenn der Dickklotz sich da drauf setzt, dann ist es scheiße. Geiler Angriff. Und los. Die U-Bahn-Station sieht ein bisschen aus wie in Arkham City. So teilweise, naja. Geht so, ne? Machen wir erstmal das kaputt. Gib Geld. Und das können wir gebrauchen. Bam. Mach kaputt. So, jetzt reicht das mir auch. Ey, das wird ja langweilig. Kohleautomat. Was gibt's denn hier alles, ey? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Fahrkartenautomat braucht auch kein Mensch. Wir müssen hier entlang, denke ich mal. Die U-Bahn kommt! Der Roboter! Böse, böse, böse. Ah, oh, kein Bock auf euch. Mach erstmal alles kaputt. Mal die Rohre wird auch keiner, ey. So. Wir brauchen den Elektroanzug, meine lieben Herren. Nicht Willi Herren. Hör ich auf diesen Scheiß. Mal, ey, mit dem Bohrkopf. So, ganz oft B drücken, damit wir das Ding da hinten ziehen können. Perfekt. Ah, da kriegen wir den Anzug. La la la. Und anziehen. Den Elektroanzug. Ziehen wir an, natürlich. Bam und... Ah, falsch. Machen wir erstmal das kaputt. Jetzt sind wir schon einmal hier. Und dann entelektrisieren wir das. Oder deelektrisieren, keine Ahnung. Oh nee, die kommt schon wieder, ey. Entschuldigen Sie, Sir. Ich will gar nicht fliegen. Bam. Bam, mach alles kaputt. Geht noch mehr kaputt, so.
So, blasen wir mal das ganze Feuer aus. Ist ja auch mal nötig. Im Eisatem. So. So, enteisen wir dich. Mal, dass der Weg hier so versperrt ist, das nervt mich auch, ey.